Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag und ich dachte mir, ich nehme euch da jetzt mal ein kleines bisschen mit, wie ich hier lerne für mein Studium. Und zwar habe ich mir es jetzt hier gerade gemütlich gemacht oben in meiner Schwester im Zimmer, wo ich jetzt meinen fixen Schreibtisch habe, wo ich auch immer arbeite. Und ja, wir waren zwar jetzt vorhin auch schon einkaufen beim Kaufland, da haben wir aber nur ein paar Kleinigkeiten mitgenommen. Das meiste hatten wir schon zu Hause oder haben wir die Woche oder über die vergangene Woche jetzt immer wieder eingekauft. Deshalb habe ich das nicht noch groß irgendwie ein Haul gemacht. Ich wollte einfach nur die Sachen schnell wegräumen und mich direkt hier am Schreibtisch setzen. Ja, ich drehe euch einmal ganz kurz rum und zeige euch, was und wie ich da ja, so mache. Ja, wie gesagt, hier der Schreibtisch, den habe ich euch ja, glaube ich, schon ein paar Mal gezeigt, mein Laptop, da höre ich dann gern beim Lernen so ja, Relax, Entspannung, Study, Music. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das habe ich so für mich rausgefunden, dass mir das so im Hintergrund eigentlich ganz gut, ja, hilft. Ist irgendwie jetzt blöd gesagt, aber weiß nicht, wenn es ganz so leise ist, ja, ist das irgendwie ein bisschen blöd. Dann habe ich mir hier meine Yankee Candle angemacht, die ich ja zum Geburtstag bekommen habe. Die habe ich eigentlich, dadurch, dass ich ja jeden Tag hier oben zum Arbeiten auch sitze, habe ich die jeden Tag an. Das habe ich jetzt schon ziemlich weit runtergebrannt. Ja, ansonsten hier hinten liegt mein Arbeitskram. Dann da noch ein paar Stifte und Schoki und ja, was zu trinken. Und ansonsten habe ich hier meinen Ordner von, wo jetzt alles im Prinzip drin ist, was wir jetzt in der ersten Hälfte des ersten Semesters gelernt haben. Schaut euch das mal an. Also das sind halt hier Aufschriebe, die ich selber gemacht habe und halt auch Folien, die ich teilweise ausgedruckt habe, wo halt Dinge einfach gut zusammengefasst sind. Deshalb habe ich das ausgedruckt. Genau, um dann damit auch lernen zu können. Und dann habe ich hier mein Skript. Ich fange jetzt hier an mit dem Modul Einführung in die soziale Arbeit. Wir schreiben in zwei Modulen eine Klausur und das dritte Modul, da schreiben wir eine Hausarbeit. Da kann ich euch gleich immer noch ganz schön was dazu zeigen. Und zwar gehe ich, also ich mache jetzt momentan erstmal Lernblätter. Das habe ich früher in der Schule, gab es da immer mal wieder so ein, zwei Leute in der Klasse, so, die man früher Streber genannt hat, was ja nicht in Ordnung ist. Und die sich da auch solche Lernblätter gemacht haben, sich dann so voll cool gefühlt haben. Im Nachhinein bin ich natürlich schlauer, hätte ich vielleicht in der Schule auch mal machen sollen, sowas. Ich habe mich vorher viel informiert, ja, so über Lerntechniken und wie andere das so machen. Und bin dann auf die liebe Miss Aliana gestoßen. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Und habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von der Art, wie sie ihre Lernzettel gestaltet. Und zwar geht sie das auch bei ihr. Ich glaube, sie studiert Jura. Und sie geht dann im Prinzip ihr Lernmaterial Lektion für Lektion durch. Und guckt sich dann immer diese Überschriften und Unterüberschriften an. Das ist jetzt hier zum Beispiel Kapitel oder Lektion 2. Also geht es darum, was ist soziale Arbeit überhaupt? Dann habe ich das hier im Prinzip einmal. Dann der nächste Unterpunkt ist soziale Arbeit heute. Und dann geht es hier weiter mit Ziele der sozialen Arbeit. Da schreibe ich mir jetzt hier immer nur die Unterüberschriften oder die Überschriften auf. Entweder so, wie es hier im Skript drin ist, oder ich gucke in meinen Notizen hier, was macht Sinn, da als Überschrift zu nutzen. Und dann auf der Rückseite desselben Blatts schreibe ich dann auch wieder den Punkt auf und schreibe dann zu der Überschrift im Prinzip, worum es geht, also den Inhalt. Was ich ja, im Prinzip schreibe ich das größtenteils einfach nur ab davon von meinen Notizen. Ja, wie gesagt. Und dann ist im Prinzip der Sinn dieser Sache, dass man dann nachher, wenn man dann damit lernt, die Überschrift liest und sich dann überlegt, okay, was fällt mir dazu ein, was weiß ich dazu schon? Kann ich dazu vielleicht schon ganze komplette Sätze oder Texte sagen?
oder bin ich mir noch nicht so ganz sicher? Und dann kann man das Blatt rumdrehen und kann sich dann im Prinzip die Lösung sozusagen dazu durchlesen. Oder man sagt, okay, man liest sich zuerst schon mal die ganzen Inhalte durch und überlegt sich dann nachher nochmal, wie viel hat man jetzt schon davon behalten, wenn man jetzt die Überschrift sieht, was fällt einem dazu ein. Das ist jetzt hier Lektion 2, das für Lektion 1 habe ich hier schon fertig. Einmal hier, da habe ich dann zwei Blätter draus gemacht, weil ich halt die Inhalte auch dann direkt auf demselben Blatt haben wollte und habe das dann hier alles aufgeschrieben. Hoppla, hier auch. Genau, also das ist dann einmal Lektion 1, da Lektion 2 bin ich jetzt schon zur Hälfte durch. Also es ist schon einiges an Stoff, also wenn ihr euch das hier anguckt, das hier alles ist das eine Modul, die Lektionen. Und was ich da dazu jetzt noch alles an Lernblättern erstellen muss. Aber das Gute ist auch beim Lernblätter erstellen, dass man dadurch, dass man das alles nochmal zum Großteil, also ich sage ja nochmal aufschreibt, wie gesagt, weil ich zum größten Teil ja schon Zusammenfassung geschrieben habe, nicht bei allem, also teilweise, ich muss gerade mal gucken, teilweise habe ich keine Zusammenfassung mehr gemacht, wenn es zum Beispiel, ja, zum Schluss glaube ich, wenn es um Methoden der sozialen Arbeit und sowas geht, muss ich jetzt nochmal gucken, was ich da jetzt alles habe. Dann habe ich nur hier diese Skripte, nicht die Skripte, die Folien, wenn das im Prinzip an Inhalt reicht. Ansonsten habe ich das ja alles auch schon mal aufgeschrieben und schreibe es zum Großteil auch nur noch ab. Aber durch dieses nochmal von, vor allem von Hand aufschreiben, das ist wichtig, dass man das von Hand aufschreibt, nochmal dieses ganze Wissen und die Inhalte aufschreibt, kriegt man das auch nochmal so beim Schreiben in den Kopf rein und hat sich das jetzt, ich meine jetzt hier Lektion 2, ich weiß gar nicht, das war, ja klar, Anfang Oktober war das dann auch, ja. Und das ist jetzt schon wieder eine Weile her, wo wir den Stoff gemacht haben. Und wenn ich mir das jetzt nochmal alles aufschreibe und ja auch ne, beim Aufschreiben nochmal durchlese, vielleicht auch nochmal drüber nachdenke, zum Beispiel hier, was würden nochmal sinnvolle Unterüberschriften geben, was macht für mich auch Sinn, damit ich das nachher verstehen kann, dann ja, holt man sich das alles auch nochmal so ins Gedächtnis und lernt dann da in, oder fängt dann im Prinzip da ja an dem Punkt auch schon an zu lernen. So, ja, wie gesagt, das ist im Prinzip das, was ich jetzt momentan erstmal mache für das erste Modul, die ganzen Lernblätter erstellen. Und dann überlege ich, entweder ich fange da dann schon direkt an zu lernen oder ich mache dann gleich weiter mit dem zweiten Modul, da im Prinzip das komplett gleiche machen. Ich hatte ja gerade gesagt, hatte gerade vorhin kurz geredet über die Hausarbeit. Da habe ich mir schon oder war schon in der Bücherei und habe mir da Material geholt, also Lektüre geholt. Ich habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Moment, das ist auch alles hier. Gedanken drüber gemacht, was ich für eine Hausarbeit schreiben will, beziehungsweise um was es genau gehen soll. Und da habe ich mich, Moment, Papier. Da habe ich mich jetzt hier entschieden, also ich habe hier auch schon einige Notizen dazu gemacht, für das Thema Arbeitsintegration oder Arbeitsinklusion für Menschen mit Behinderungen. Also wie können Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt integriert werden? Und da, wie gesagt, habe ich mir da jetzt schon einige Notizen auch gemacht und habe mir auch da dazu, wie gesagt, passend jetzt schon Material geholt, ob das jetzt hier sowas ist, Behinderung und Teilhabe, oder hier Ratgeber für Menschen mit Behinderung. Also da, wie gesagt, ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. Genau, das hier ist der Stapel an Büchern, den ich aus der Bücherei mir schon geholt habe. Habe ich jetzt auch schon so ein bisschen angefangen, mal das eine Buch durchzulesen. Ich habe mir jetzt aber nochmal so ein bisschen neue Struktur gemacht, wie ich mit allem vorgehe. Also ich werde jetzt erstmal mich fokussieren auf die beiden Module, wo ich die Klausuren schreibe. Und dann werde ich auch nebenbei im Prinzip immer wieder dann auch an der Hausarbeit schreiben. Dadurch, dass wir ja weder festgelegte Klausurentermine
noch einen fixen Abgabetermin oder irgendwas für die Hausarbeit haben, ist es halt echt locker. Also ich habe so gut wie keinen Zeitdruck. Ich kann das alles in meinem Tempo machen. Dadurch, dass ich ja halt auch noch zwei Jobs habe und einen Haushalt zu schmeißen, ist das halt nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt als, keine Ahnung, 20-jähriger Student, 18-jähriger Student zu Hause wohnt und bei den Eltern und da einen Haufen Zeit hat. Ja, deshalb, da geht es jetzt bei mir halt nicht ganz so fix, wie das vielleicht bei anderen abläuft. Ich habe mir jetzt auch noch mal Gedanken gemacht, gerade über das Thema Klausurschreiben. Wir haben ja die Möglichkeit, dass wir die Klausur online machen. Aus meinem Kurs, gerade die Jüngeren, sage ich jetzt mal, haben zum Teil schon die Klausuren geschrieben, weil die halt einfach schon fertig waren mit Lernen. Also sie hatten halt einfach schon viel mehr Zeit wie ich. Und da haben jetzt ein, zwei auch schon gesagt, es ist nicht ganz so einfach. Man muss dann sein Handy aufstellen, das dann irgendwie mit dem Programm, da muss man sich dann noch ein Programm runterladen am Computer oder am Laptop. Und dann muss man das verbinden und da muss das auch alles funktionieren. Und da muss man sich da von einem Proctor einweisen lassen, der nur Englisch kann und der oder zum Teil nicht mal gutes Englisch kann. Und bis dann alles eingerichtet ist und dann auch alles so stimmt, dann muss man seinen Raum abfüllen und dass auch nirgends irgendwo irgendjemand steht oder irgendwo irgendwie Spickzettel liegen. Man muss seinen Schreibtisch komplett leer räumen. Das muss man dann auch alles zeigen und ich meine, damit habe ich kein Problem. Aber es ist halt wohl ziemlich aufwendig, bevor man dann überhaupt mit der Klausur anfangen kann. Und ich bin so jemand, von der Klausur oder von der Arbeit sowieso ist man dann nervös. Und wenn man dann erstmal ewig damit Zeit verbringen muss, überhaupt alles einzurichten und anfangen zu können, was das jetzt eben so wie ich das jetzt mitbekommen habe, auch ein bisschen Stress noch bedeutet. Und dann ist man sowieso gestresst, weil man jetzt gleich eine Klausur schreiben muss. Und ja, ich habe mir überlegt, ob ich das vielleicht doch nicht online mache, weil mir das, ja, wie gesagt, es ist mir einfach zu stressig. Da fahre ich dann lieber, ich habe schon geguckt, unser nächster Standort wäre in Mannheim. Da kann ich von uns aus direkt mit dem Zug hinfahren, ohne nochmal umsteigen zu müssen oder irgendwas. Da kann ich direkt hinfahren. Und ja, da, ich weiß nicht, da bin ich eher dann der Typ, der dann wirklich lieber vor Ort, ich weiß nicht, ob das dann dort auch am Computer ist oder ob man das dann dort auf Papier macht, keine Ahnung. Aber der dann wirklich vor Ort das macht, ohne diesen ganzen komplizierten Tamtam rum, da fahre ich dann lieber, ich weiß gar nicht, je nachdem, was für ein Zug fährt. Also es gibt einen, der fährt fast eine Stunde oder sowas, gibt aber glaube ich auch einen Expresszug, der fährt dann nur eine halbe Stunde oder irgendwie sowas und es geht dann nach Mannheim und dann kann ich mir auch auf dort, ich fahre dann mit dem Zug, ist ja was anderes, wenn man aktiv, sage ich jetzt mal, mit dem Auto dorthin fährt. Wenn man im Zug sitzt, sitzt man ja, dann fährt man ja passiv, dann kann man sich währenddessen dann vielleicht nochmal die letzten Sachen nochmal, also nicht lernen, aber vielleicht nochmal ein paar Sachen durchlesen und weiß nicht, das ist für mich eher was, wo ich dann mich vorher nochmal so ein bisschen entspannen kann, als wenn ich dann daheim hocke und oh Gott, jetzt funktioniert das nicht und jetzt das noch und oh Gott, wann kann ich endlich anfangen? Ja, wie gesagt, deshalb bin ich jetzt so am Überlegen, ob ich das dann vermutlich doch vor Ort mache. Und da gibt es auch immer zweimal im Monat, ich glaube, es ist dann immer samstags, gibt es zweimal im Monat, also zwei Termine pro Monat, so wollte ich es jetzt eigentlich gerade sagen. Und pro Termin gibt es drei Zeiträume, die man sich auswählen kann. Also es ist alles eigentlich auch ganz locker sozusagen. Da kann man sich dann vorher anmelden, dann fährt man dahin, schreibt seine Klausur und die ganze Sache ist erledigt und man fährt wieder nach Hause. Ja, wie gesagt. Und dadurch, dass wir ja nicht die Klausur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt unbedingt gemacht haben müssen, also so wie jetzt an einer normalen Hochschule oder Uni, wo es für alle diesen einen fixen Klausurtermin gibt, kann ich mir da jetzt trotzdem, auch wenn ich es vor Ort mache, mit dem fixen, also dann ja trotzdem fixen Termin, aber nicht dieser, wo für alle gilt, wo alle dann fertig sein müssen und dann ist rum, kann ich mir dann da jetzt auch trotzdem noch
Zeit lassen, dass ich das vielleicht Ende Januar oder im Februar mache. Das schaue ich jetzt auch mal ganz entspannt, wie ich da vorankomme. Ich mache mir da auch gar keinen Stress oder Druck, weil sobald ich mir Druck oder Stress mache, dann macht's, weiß nicht, dann blockiere ich und irgendwie, und das macht dann für mich auch das Ganze keinen Sinn. Und deshalb lasse ich mir da meine Zeit, die ich brauche, um dann danach sicher auch die Klausur schreiben zu können, weil es bringt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt das alles schnell durchhudel und mir denke, oh Gott, ja komm, liest es halt kurz durch, guckst, dass du schnell wie möglich die Klausur schreibst, dass es erledigt ist. Aber wenn ich dann nicht genügend gelernt habe und fall dann vielleicht durch oder so, dann hat es mir im Endeffekt auch nichts gebracht. So viel jetzt zu dem Thema Lernen, Klausuren. Ich mache dann hier mal weiter und ja, melde mich dann später oder die Tage wieder bei euch. Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch und ich war jetzt vorhin mit dem Raphael beim Kinderarzt, und zwar zur Untersuchung, zur Vorsorgeuntersuchung. Die U7a war das. Das ist ja so eine Zwischenuntersuchung zwischen der U7 und der U8, die dann ja in einem Jahr wieder kommt. Ja, lief eigentlich alles gut. Er wurde gemessen, gewogen. Ich glaube, er ist jetzt 99 cm groß und wiegt so um die 14 Kilo. Und dann wurde mit ihm auch nochmal so ein Sehtest gemacht. Dann hat sie, also die Sprechstundenhilfe, hat dann an mich halt ein paar Fragen gestellt, so zu seiner Entwicklung, zu seinem Verhalten, gerade auch Sprachentwicklung. Da musste ich auf dem Zettel aus oder halt ankreuzen, was er alles für Wörter schon kann. Und ja, dann kam nachher auch die Ärztin rein, die hat dann mit ihm nochmal so ein paar Tests gemacht, so mit dem Puzzle, und hat dann halt ihn auch am Körper halt untersucht, ob alles in Ordnung ist. Und ja, soweit ist er eigentlich super entwickelt, alles altersgerecht und passt auch alles gut. Und ja, die Ärztin ist zufrieden, ich bin auch zufrieden, und ja, das hat dann eigentlich alles gut gepasst. Es war richtig kalt heute Morgen. Ich glaube, minus 6 Grad, als ich aus dem Haus bin. Puh. Ja, wir sind jetzt, und ich bin jetzt wieder zu Hause. Der Raphael spielt jetzt gerade noch ein bisschen. Ich war jetzt gerade hier oben noch was erledigen, Papierkram. Und dann gehen wir nachher noch kurz einkaufen. Ja, ich werde mich dann später wieder bei euch melden. So, hallo ihr Lieben, wir waren jetzt gerade noch ganz kurz beim Kaufland einkaufen. Und zwar ging einmal mit von Lay's im Angebot die Chips mit Kräuterbutter. Dann einmal Äpfel. Dann hat mein Mann sich mitgenommen so Heringfilet in der Dose. Einmal Kartoffelsalat, dann einmal TK Petersilie, dann, ich glaube, das ist im Angebot von Knack und Back Croissants. Ich weiß auch nicht, warum die schon wieder mitgenommen wird. Die waren eigentlich das letzte Mal nicht so gut, keine Ahnung. Dann hat er noch Hengstenberg Fleischsalat eingepackt. Dann ging noch mit hier von der Große Bauer einmal Joghurt. Da gibt es jetzt momentan auch wieder diese Winter-LEs. Da habe ich jetzt Zimtpflaume mir ausgesucht. Das ist einmal Kühlschrank. Dann habe ich nochmal so Gefrierbeutel mitgenommen, größere, weil ich habe wieder vorgekocht für mich für mittags, und das will ich jetzt noch eingefrieren, und ich hatte nur 1 Liter Beutel und da kriegt man ja kaum was rein. Dann einmal nochmal so rote Äpfel. Dann hat mein Mann eingepackt solche Toastbrötchen. Dann habe ich mitgenommen Blätterteig. Und zwar habe ich in einem Video letztens gesehen, da ging es eigentlich um hier so
Sachen, wo man ein bisschen selber machen kann, zum Mitgeben für den Kindergarten. Und die eine Idee fand ich richtig cool, und zwar ist das so ein ganz schnelles Gericht, der Blätterteig. Dann streicht oder schneidet man den in Vierecke, bestreicht den mit hier mit Tomatenmark, streut Streukäse genau drauf. Und dann rollt man die irgendwie speziell ein, das muss ich nochmal gucken, und schiebt die in den Backofen für ganz kurz eigentlich nur. Und dann hat man solche Pizzastangen, und das Ganze geht auch mit grüner Pesto, das will ich auch ausprobieren, habe jetzt aber heute natürlich die Pesto vergessen einzukaufen. Ich kann das euch gerne dann zeigen, wenn ich das mache. Das will ich jetzt, ich weiß, ich glaube vor Weihnachten schaffe ich es jetzt nicht mehr, aber zwischen Weihnachten und Neujahr mache ich das dann vielleicht. Dann hat mein Mann hier einmal noch Nudelteig eingekauft. Dann ging noch mit einmal Hackfleisch. Dann hier einmal der Streukäse für diese Pizzastangen. Da habe ich jetzt einfach mal der Edamer genommen. Ich denke, das passt. Dann ging noch mit Brötchen. Aus der Reduziert-Kiste gab es hier so, ich glaube, das sind so Special Editions, was weiß ich, von KitKat, einmal mit Kokosnuss und einmal mit Cappuccino. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Die waren reduziert. Dann einmal hier Lorbeerblätter sind leer gegangen. Die nutzen wir eigentlich ganz gern, gerade wenn wir sonntags irgendwie einen Braten oder irgendwie sowas machen. Dann tun wir immer mal wieder gerne solche Lorbeerblätter mit rein. Dann hat sich mein Mann hier noch so Mini-Marmorkuchen mitgenommen. Dann einmal eine Tube Senf, der ist glaube ich auch aktuell bei Kaufland im Angebot. Dann ging als Geschenk für jemand mit hier diese edle tropfende Nuss. Dann hat mein Mann noch eingeladen zweimal Rinderfond. Von K Classic gibt es das jetzt, ich glaube, relativ neu. Haben wir jetzt am Samstag waren wir in einem anderen Kaufland, und da habe ich das erste Mal gesehen und dachte, das gibt es nur dort, weil die neu eröffnet haben. Aber es gibt es tatsächlich auch bei unserem Kaufland. Das ist eigentlich echt praktisch, wenn man das gerade auch bei so Bratengeschichten und so. Und da gibt es einmal Rinderfond, es gibt glaube ich auch Geflügelfond, Gemüsefond, lauter so Zeug. Dann habe ich einmal Apfelessig mitgenommen und dann hier noch mal einmal Bauerjoghurt. Dann hat mein Mann hier Scheiblettenkäse eingepackt und einen Nudelsalat. Dann habe ich mir eine kleine Wasserflasche für die Arbeit mitgenommen, und mein Mann hat sich noch hier seinen Nussstrudel noch eingepackt. Genau, das war es eigentlich mit den Sachen bei Kaufland heute, und ich würde sagen, ich beende den Vlog für heute und bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!